Yo, servus und willkommen zu einem neuen Video. Heute ein großes Update zu Hamster Combat. Endlich ist das White Paper da, auf das wir schon so lange gewartet haben. Das White Paper gibt letztendlich genauere Auskunft über das Projekt, über die Pläne des Projekts und insbesondere auch über die sogenannten Tokenomics. Wobei da gibt es jetzt schon eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, wie gesagt, ist, das White Paper ist da. Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Die schlechte Nachricht steht schon hier unten, dass es nicht genau möglich ist, wann es eben dieses Token Generation Event gibt. Sprich, wann gibt es auch diese Airdrop oder wann gibt es ein Listing. Hier steht eben, dass es unmöglich ist, den genauen Plan oder den genauen Zeitplan für die Umsetzung dieser Lösung vorherzusagen. Finde es persönlich gut, dass sie so ehrlich sind. Finde es auf der anderen Seite ein bisschen schade. Jetzt hieß es ja die ganze Zeit, bis heute war noch auf der Website gestanden, Token Generation Event sei im Juli. Jetzt sagen sie 2 Tage vor Juli. Ganz klipp und klar, sie wissen nicht, wann es sein wird. Wie auch immer, es ist jetzt raus, dass es noch lange wird. Und man kann auch sagen, es ist gut, dass es länger dauert. Besser als irgendwie was unbedacht und überstürzt zu machen. Wir können auch jetzt nochmal auf der Homepage unten gucken. Da sehen wir, der Juli, dieses sogenannte Token Generation Event wurde rausgenommen. Die machen jetzt auch nichts mehr von wegen Juli, August, September, Oktober. Da heißt es noch Upcoming, also das, was kommen wird. Und dann steht jetzt eben unter anderem Airdrop Tasks. Dann steht was von TGE, also Token Generation Event. Später gibt es dann weitere Sachen wie Listings und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das steht noch in den Sternen. Wenn wir jetzt hochgehen, sehen wir oben das White Paper. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Ich werde für dich da ein bisschen übersetzen, falls du neu in der Kryptowelt bist und manches vielleicht nicht so gut verstehst. Der erste Eindruck, ziemlich einfach geschrieben, also jetzt nicht irgendwo mit viel Mühe und Leidenschaft. Wie auch immer, lesen wir mal durch und lassen wir mal meine Gedanken dazu aufeinandertreffen. Hier, Hamster Combat ist eben eine Krypto-Exchange, also ein Krypto-Börsen-CEO-Simulator und hat jetzt schon über 300 Millionen Spieler und das Ziel ist es, 1 Milliarde Spieler zu bekommen. Da muss man natürlich sagen, das ist so nicht richtig oder das ist, sagen wir mal anders gesagt, sehr beschönigt dargestellt. 300 Millionen Spieler sind es nicht, es sind 300 Millionen registrierte User und gerade die Anzahl von Bots dürfte ziemlich hoch sein und also von Leuten, wo es nicht echt gibt, beziehungsweise auch von inaktiven Spielern. Gut, das ist egal in dem Fall, aber natürlich auch von Mehrfachanmeldungen. Also viele in unserer Finanzfüchsle-Gruppe zum Beispiel haben mehrere Accounts einfach deswegen, weil das Spiel immer wieder Leute in der Downline verlangt und Leute da jetzt kein Geld für ausgeben wollen oder selbst mit Geld keine kriegen. Also melden sie sich neu über Telegram an mit alteren Nummern, um sich hoch zu mogeln. Das gibt auch viele YouTuber, die da ganz stolz zeigen, wie sie ganz viele Accounts haben. Also nur so nebenbei, das sind weiß Gott nicht 300 Millionen, vielleicht mit Ach und Krach 100 Millionen. Aber wie gesagt, das sind nur Schätzungen. Ist aber auch egal. Weiter geht's, und zwar, das ist der größte Telegram-Kanal ever, 52 Millionen Subscriber. Klar, auch da können sich Mehrfachanmeldungen listen. Und zudem der schnellst wachsende Kanal auf YouTube mit 10 Millionen Subscriber in nur 6 Tagen. Dann das größte Produkt, das über 100 Millionen Spieler bekommen hat, das hat nur 2 Monaten gedauert, und das größte Krypto-Game ever. Gerade in puncto YouTube müsste man auch aufpassen, sich so hoch zu leveln und hoch zu kaufen. Ist das alles so legit? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall lassen wir mal das hier stehen. Also letztendlich beim Eingang geht es einfach nur darum, wir sind die Geilsten, wir sind die Größten, wir sind die Tollsten. Okay. Hier geht es jetzt ein bisschen mehr um Mobile Game and Crypto Landscape, also letztendlich um das Potenzial. Und zwar geht es um die Gaming-Industrie per se. Über 300 Milliarden Umsatz werden hier gemacht im Jahr, was natürlich gigantisch ist. Und 72% sind davon von Mobile Gaming, also vom Handy aus. Über 1,6 Milliarden Spieler von verschiedenen Ländern, verschiedenen Hintergründen und so weiter, mit unterschiedlichen Alter, Bildung und so weiter spielen. Das heißt, letztendlich ist das
flächendeckend und jeder könnte zum Spieler werden und könnte potenziell eben hier später zahlen, dass die Macher von Hamster Combat verdienen. Ja. 1,9 Milliarden Spieler werden Soccer erwartet bis 2028. Das kann natürlich gut sein. Hier sagen sie auch, dass es über 700.000 Spiele gibt. Und ja, das heißt, die Industrie, die ist gefühlt ewig groß. Jetzt hier, was hier meiner Meinung nach bedenklich ist, aber das ist so typisch Hamster Combat. Auf der einen Seite loben sie sich hier, sind die Besten, die Größten, geben an und ja, verschleiern so ein bisschen. Ja, warum haben sie 10 Millionen Subscriber? Weil man genötigt wird, hier zu folgen, um Punkte zu kriegen und so weiter. Also fast schon erpresst. Und was jetzt hier typisch ist, sie sagen, wie toll Gaming ist und dass das ein Spaß ist und dass man es ja einfach machen kann. Und im Endeffekt wird hier total aber auch vernachlässigt, dass Gaming einfach auch zu unfassbaren Süchten führt, Suchtverhalten von Leuten, dass viele schon Kinder Geld ausgeben für irgendwelche In-App-Games, also Spiele, dass es unfassbar problematisches Thema ist und auch generell Spielsucht und. Das wird hier in keiner Silbe erwähnt, was ich problematisch finde. Also wenn ihr schon so groß seid und Reichweite habt, sollte man das auch anerkennen, ne? Aber ich habe schon ein Video dazu gemacht. Hamster Combat ist da auch ziemlich stolz darauf, oder nicht stolz, aber die machen es ja auch ganz ungeniert hier Werbung für Online-Casinos. Also die kennen da keine Skrupel, was das angeht in puncto Spiele und Geld abknüpfen. Ja, hier geht es jetzt auch darum, eben um den Web3-Bereich. Also hier, ne, was für Möglichkeiten man hat. Und zwar Play-to-Earn-Games, NFT-Games, Crypto-Rewards, dezentrale Marketplaces, Funding, Development und so weiter. Hier nochmal Web 3, also die Weiterentwicklung von Web 2 kombiniert mit Krypto. Sie sagen hier, dass es letztendlich teilweise sehr benutzerunfreundlich ist. Das heißt, gerade Leute, die neu sind, verstehen oftmals nicht so sehr, worum es da bei Web 3.0 geht. Finde ich absolut richtig. Es ist nicht leicht, muss man sagen. Und die wollen eben jetzt hier gerade so mit Telegram-Apps, also hier mit Bots, versuchen, dieses Problem zu lösen, weil mit Telegram kann man ja Krypto und quasi, also Web 3.0 und Spiele einfach kombinieren, einfach hier nur deine Ton-Wallet connecten, ist dann alles letztendlich, also intuitiv. Da stimme ich zu, ja, Telegram-Bots sind einfach, definitiv, man hat da den Zugriff. Aber was hier natürlich wieder fehlt, sind potenzielle Gefahrenhinweise. Gerade junge, unerfahrene Spieler, wo sich kaum auskennen, werden mehr oder weniger hier dann jetzt schon dazu gebracht, ihre Wallet zu verknüpfen. Keiner weiß, ob das Spiel safe ist. Keiner weiß, welche Rechte eigentlich die haben, was die einsehen können. Du bist da in Kontakt und schickst vielleicht mit Freunden persönlichste Daten. Jetzt hast du noch irgendwas mit Krypto. Also die Gefahr, die hier lauert, wird halt natürlich in keiner Silbe erwähnt. Das ist wieder typisch. Und ich finde halt, wenn man so eine Reichweite hat, müsste man darauf eingehen. Auch das wird hier nicht gemacht. Jetzt geht es aber hier ein bisschen ums Thema Game. Nee, warte, ich will dir noch was zeigen, was ganz Wichtiges stimmt. Was man mit Telegram-Apps machen kann, hier heißt es eben, ja, mit Wallets verknüpfen, die Ton Connect, also zum Beispiel die Wallet hier direkt auf Telegram oder Ton Wallets und so weiter und so fort. Hier geht es aber auch um verschiedene Monetarisierungsoptionen, sowas wie Advertising, Subscription Models oder In-App-Purchases. Also letztendlich sagen sie schon, naja, wir könnten eigentlich Geld machen in Werbung anzeigen. Man könnte die Möglichkeit machen, dass man bezahlen muss oder jetzt hier für In-App. Also die sagen das jetzt nicht auf sich bezogen, aber was man mit Telegram machen kann, letztendlich was die machen können, um Geld zu verdienen. Letztendlich heißt es nichts anderes wie Hamster Combat, wirst du irgendwann auch zahlen müssen, um dich hochzuleveln oder können zumindest. Müssen nicht, aber ich gehe davon aus, dass das, wie ich schon vor einiger Zeit gesagt habe, darauf hinausläuft, dass man letztendlich, um erfolgreich zu sein, 24/7 spielen muss, um sich dann halt später auch einkaufen zu können. Wie auch immer, hier wird nochmal das Spiel erklärt. Es ist ein Crypto Exchange CEO Simulator. Das heißt, könntest du erfolgreich sein als CEO? Ja, also das heißt, wenn du deine eigene Kryptobörse hättest und würdest du alles richtig machen? Wie viel Profit könntest du verdienen? Und
Hier schreiben sie, Hamster Comedy ist kein Wettbewerb oder kein Wettrennen. Es geht nur um Community, um Freunde, um gemeinsam zu wachsen. Ja, gemeinsam zu wachsen. Was heißt gemeinsam zu wachsen? Es geht darum, dass Hamster Combat immer größer wird. Deswegen wird man genötigt, immer mehr Leute, immer mehr Spieler reinzuzahlen. Also im Endeffekt geht es hier darum, meiner Meinung nach, nicht um eine tolle Erfahrung. Es geht nur darum, spiel so lange du kannst, so viel du kannst. Es geht darum, dich süchtig zu machen, dass du viele Punkte kriegst, weil wirklich viele Leute glauben, dass damit reich wird. Also meiner Meinung nach ist es hochgefährlich, was hier gerade abgeht. Aber du hörst schon definitiv aus meiner Grundnote raus, dass ich sehr skeptisch gegenüber Hamster Combat geworden bin. Aber dazu gleich mehr. Ja, jetzt hier nochmal, jetzt feiern sie sich wieder, warum die Community mit über 300 Millionen Spieler, schwarz dick gedruckt, wo ich das schon eben erklärt habe, das sind keine 300 Millionen Spieler, das sind 300 Millionen Registrierungen, zieh die ganzen Bots ab, die ganzen Mehrfachregistrierungen an, zieh alle ab, die nicht mehr aktiv sind, dann wirst du dich wundern, wie klein die Community im Vergleich ist, aber natürlich noch immer riesengroß, das steht außer Frage, also zig Millionen Spieler gibt es da definitiv. Ja, und hier, ja, also letztendlich geht es hier wieder darum, sich zu feiern. Jetzt geht es auch hier wieder darum, sich zu feiern. Also bis jetzt haben wir noch keine nützlichen Infos gemacht, wie es weitergeht, was das Ziel ist. Hier wird wieder sich gefeiert, YouTube, 34 Millionen Subscriber. Hier wird nochmal Weltrekord, ach, wir sind die Tollsten. Hier Twitter, Telegram, ja, irgendwann wird es langweilig. Jetzt wird es aber wichtig, es soll die Squads geben. Die Squads sind letztendlich Gruppen, das kennen wir auch von anderen Telegram-Bots, wo Community sich anmelden können und in der Community könnte man sich dann austauschen, um Punkte zu sammeln. Es geht letztendlich wieder darum, um die Spieler weiterhin süchtig zu machen, zu spielen, um neue Leute einzuladen innerhalb der Gruppe. Im Endeffekt kann man es denen natürlich nicht verwerfen. Ich meine, jede Plattform, ob TikTok, Twitter, ob YouTube, Instagram, alle wollen den User maximal eben an die Plattform binden. Und hier wird es natürlich extrem perfide gemacht. Ich glaube auch, die Hauptstrategie, warum es noch kein Listing gibt, ist, um das alles noch ein bisschen rauszuziehen, weil es ist natürlich 100% klar, wenn das Listing kommt, wenn das Airdrop kommt und jeder Spieler einfach nur ein paar Cent bis maximal ein paar Dollar gibt, werden zig Millionen Spieler nie wieder spielen, weil sie enttäuscht sind, weil sie da monatelang dachten, sie werden reich damit. Das hat natürlich auch was mit den Ländern zu tun. In Deutschland wird keiner spielen und denken, er wird damit reich. Aber es gibt natürlich Länder, wir haben es gesehen, zum Beispiel im Iran, da glauben wirklich die Leute, die würden damit reich werden und das ist ihr Weg, Ticket in die Freiheit, in die finanzielle. Und spätestens, wenn das natürlich kommt, werden viele enttäuscht sein und dann könnte der Boom zu Ende sein. Das könnte natürlich der Grund sein, warum es noch kein TGE gibt. Ja, hier steht was von Time-Limited Events, was es dann geben wird, wo man dann eben Möglichkeit hat zu wachsen. Hier nochmal Skins und Personalization, also dass man jetzt hier die Möglichkeit hat, sich so ein personalisiertes Maskottchen zu kreieren. Da wird es später wahrscheinlich auch die Möglichkeit geben, dass du Geld ausgeben kannst für diese Individualität. Jetzt was über die Hamster Token und Foundation. Also bis jetzt immer noch nichts. Ja, worum geht es jetzt eigentlich? Hier kommt jetzt ein bisschen was über Publishing and Business. Auch da werden sie wieder gesagt, ja, schon 15 Jahre Game Development, also letztendlich das beste Team dahinter. Es geht letztendlich wieder um sich selber zu feiern. Jetzt kommen wir endlich dahin, wo wir hinwollen. Was sind die Tokenomics? Wie viele Tokenomics? Wie viele Token gibt es? Wann ist das Listing? Aber das haben wir ja vorhin schon gehört. Es soll hier 60% des Airdrop-Volumens an Spieler dedicated werden, also an Spieler, den Spieler gewidmet mehr werden. Das ist unglaublich groß, ein Airdrop mit 60% an den Spieler. Aber wir wissen nicht, wie viel Dollar zum Beispiel soll jetzt für den Airdrop gegeben werden. Das wissen wir nicht. Wenn wir weiter runterlesen, wir haben hier auch gar keine Informationen, wie es dann weitergehen wird. Wir haben keine Informationen zu Listing. Wie gesagt, das können sie noch nicht sagen, haben sie gesagt. Jetzt kann man sagen, boah, 60% Airdrop-Volumen, das ist unfassbar gut. Das sind die Besten, die Tollsten. Man kann es natürlich auch sagen, ja, Moment mal, wenn jetzt 60% kommen von der Community und dann wird es gelistet,
könnte das nicht bedeuten, dass dann viele sofort verkaufen, gerade da die meisten Spieler von der dritten Welt kommen? Schwierig zu sagen, es ist definitiv interessant, aber höchstwahrscheinlich wird es später dann auch sogenannte Vestings geben. Das heißt, wenn du deine Token hast, die du vom Airdrop bekommen hast im Token Generation Event, wirst du die mutmaßlich nicht sofort verkaufen können. Das wird zum Beispiel wie bei Sweat Economy sein, dass du dann die Token, die du erwirtschaftet hast, im Verlauf über 2-3 Jahre lang bekommst und dann in der Zeit wahrscheinlich noch aktiv sein musst, dass du weiterhin verdienst. Also alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Das Spiel ist darauf ausgerichtet, den Spieler maximal an die App zu binden, möglichst alles zu machen, um dich abhängig zu machen und später natürlich auch, dass du dich einzahlst. Es geht nicht darum, dass du verdienst. Es geht hier langfristig darum, dass du so viel wie es geht bezahlst, um dich hochzuleveln, um bekannt, um in dem Spiel ein guter Manager zu sein. Also das Spiel ist letztendlich nichts anderes als ein Simulator. Das sagen sie ganz klar. Hier haben sie gesagt, hier, um genauer zu sein, hier oben, Crypto Exchange CEO Simulator, also Simulator ist letztendlich nichts, um Geld zu verdienen, sondern letztendlich nur alles gespielt, gemacht. Also das muss dir natürlich klar sein. Das ist das, was die Leute natürlich nicht verstanden haben. Hier nochmal die Info, dieses White Paper ist nur zum Informationszwecke da. Und also ich denke, jetzt ist jedem klar geworden, worauf das Ganze hier herausläuft. Wir wissen immer noch nicht, wie es weitergeht und wann es weitergeht. Es wird darauf hinausgelegen, zu spielen, spielen, spielen. Es ist ein Simulator, das heißt, du wirst damit nicht reich oder irgendwie was groß verdienen. Und 60% Airdrop heißt letztendlich, ja, es gibt halt ein bisschen was ab. Man kennt diese Spiele, wo man den ganzen Tag spielen kann und am Ende verdienst du eben so ein paar, ja, keine Ahnung, wie nennt man das so, Satoshis. Also im Klartext geht es letztendlich um sowas wie zum Beispiel Coinmaster oder Idle Miner. Das sind eben so Bitcoin-Miner, aber nur Simulatoren. Und wenn du dann eben den ganzen Tag spielst, kriegst du vielleicht 5 Cent Belohnung. Es geht letztendlich um nichts anderes. Es geht nicht darum, um reich zu werden. Es geht letztendlich darum, dass die an dir verdienen, dass du auf YouTube klickst, dir alles anguckst. Es geht darum, auf dich auf Online-Casinos zu bringen. Es geht darum, auf dich an Kryptobörsen zu verdienen. Du wirst quasi benutzt, 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 dass du eben alles an, was sie denn dir verdienen können, rausholen können. Und parallel ist es eben so, dass du dann minimalst vergütet wirst. Nichts anderes. Und langsam nach dem Iran kapieren es auch andere, jetzt zum Beispiel Russland kommt jetzt schon und auch die Ukraine, die sagen hier, Hamster Combat, das muss endlich aufhören. Hier werden sie auch schon gesagt, dass es jetzt verboten wird, weil es ganz klar Betrugsschemen sind und hier auch schon ganz klare Indizien von Scam-Potenzial haben. Und deswegen wird es hier dann auch auf den Index kommen. Mal gespannt, wann die Deutschen da auch reagieren. Also wie gesagt, das alles hier ist definitiv meiner Meinung nach eine Frage der Zeit, bis Hamster Combat weg vom Markt ist. Ich will an der Stelle dazu sagen, ich bin wie gesagt seit dem Moment gegen Hamster Combat, wo ich merke, dass die gerade hier in einem der ärmsten Länder der Welt, wo ich bin, krass Werbung machen für Online-Casinos. Das ist ein absolutes No-Go. Das zeigt mir, wie skrupellos die Leute sind. Ich bin ein absoluter Gegner von Hamster Combat. Ich habe es so neutral, wie es geht, versucht zu halten bis jetzt. Aber man muss es natürlich sagen, wie es ist. Spieler sind abhängig, Spieler wollen und Spieler verstehen nicht, auf was sie sich hier einlassen. Die werden hier krass ausgebeutet. Eigentlich müsste es heißen nicht Hamster Combat, sondern Hamster Exploit, also Hamster Ausbeutung. Und ja, wie gesagt, mach deine eigene Meinung. Ich kann dir nur eins sagen, ich habe damals angefangen, irgendwie Krypto-Content zu machen und wollte immer sagen, das ist eine gute Kryptowährung und das. Ich habe gemerkt, weißt du was, kauf dir Bitcoin und gut ist. Also da war ich nicht so erfolgreich. Aber meine Videos, wo ich teilweise Wochen oder Monate vorher gemacht habe und gesagt habe, das hier ist ein Scam, lass die Finger von dem, da habe ich eine Trefferquote von an die 100%. Und mittlerweile wage ich schon zu sagen, dass Hamster Combat dunkelrot ist. Nicht zu vergessen die ganzen Scams drumherum, also nicht von den Machern selbst, sondern von anderen Scammern, die Accounts verkaufen, die angeblich Refs verkaufen und. Das hier ist hochriskant. Ich würde jedem abraten, mach dein eigenes Ding. Aber wie gesagt, wunder dich nicht hinterher, wenn es böse Überraschungen gibt, vielleicht deine Wallet leergeräumt worden ist oder du merkst, ey Scheiße, habe ich jetzt wirklich ein Jahr gespielt und Geld bezahlt und nichts bekommen.
Ich habe dich gewarnt. Alles Gute. Ciao.